wie du die Realität manifestierst. Wenn du denkst, alles wird immer schlimmer in dieser Welt, wir erschaffen nie das Paradies auf Erden, dann ist dieser Vortrag für dich. Du kannst es erschaffen. Und wenn du es erschaffen kannst, kann es auch dein Freund oder Nachbar. Es fängt mit dir an und endet bei allen. Wenn wir zusammenstehen, ist die Menschheit nur noch einen Gedanken davon entfernt. Wie? Indem wir unsere uns angeborene Schöpferkraft aktivieren. Nicht mehr müssen, sondern können. Materie ist nur eine Illusion unserer fünf Sinne. Wir bestehen materiell fast aus nichts. Alles ist Schwingung mit unterschiedlichen Frequenzen. Was wir glauben, ist meist nur das, was wir sehen. Aber alles, was wir sehen, ist nur die Frequenz von 400 bis 800 Millionstel Millimeter. Auch wir bestehen aus vielen Schwingungen. Erneuern uns aber in einem Jahr fast komplett, indem wir das 3- bis 4-fache unseres Körpergewichts an Nahrung und mehr als das 10-fache unseres Körpergewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Es sind also genügend Atome, um uns zu erneuern. Aus dem Doppelspaltexperiment wissen wir, dass erst der Akt des Beobachtens die Welle zum Teilchen verändert. Die Schwingung wird so wahrgenommene Realität. Über die Wahrnehmung der Sinne erzeugt unser Gehirn die Realität mit Hilfe der Gedanken. Wir nehmen nur das wahr, was unser Gehirn empfangen und verarbeiten kann. Von den ca. 50.000 Gedanken am Tag denken wir aber meist nur die gleichen wie zuvor. Wenn sich unsere Gedanken und damit unsere Wahrnehmung nicht ändern, ändert sich auch nicht unser Leben. Wir erzeugen so uns und unsere Realität in der Zukunft durch dieselben Gedanken der Vergangenheit. Die gleichen Gedanken erzeugen die gleichen Gefühle, die wie in einer Schleife wiederum dieselben Gedanken erzeugen. Wir sind so gefangen in unserer Vorstellung, Ängsten und im Glauben, also unserer Realität. Wir sind aber umgeben von einem Feld unendlicher Schwingung, das sich permanent erneuert und kreativ erschafft. Wir wissen, dass die Schöpfung am besten in Liebe, Freude und Leichtigkeit geschieht. Schöpfung muss Freude machen, dann arbeitet dieses Feld auch freudig für uns. Unsere Schöpfung geschieht am leichtesten durch den Einklang mit diesem schöpferischen Feld. Indem wir in unser Herz spüren, gehen wir also in das Gefühl der Dankbarkeit. Erleben wir von 10 besonderen Dingen am Tag etwas Negatives, beschäftigt uns das vornehmlich und macht uns unglücklich. Wir sind so im Mangel und der Vergangenheit gefangen und nicht in der Wahrnehmung der anderen neuen schönen Dinge. Die Dankbarkeit bringt uns in die Fülle und den Moment des Jetzt. Wenn wir uns bedanken wollen, müssen wir erst einmal darüber nachdenken, wofür wir uns eigentlich bedanken wollen. So sehen wir auch wieder die neuen schönen Dinge, die wir vergessen hatten. Bedanke dich zum Beispiel für deinen Körper, deine Sinne, deine Freunde, die Luft, die Nahrung, dass es dir besser geht als dem Großteil der Menschheit. Also alles, was du vermissen würdest, würde es fehlen. Das Danke hat das schöpferische Feld geöffnet. Visualisiere deine Wünsche in allen Farben und Sinneseindrücken und stelle dir deine tiefe Herzensfreude vor, wenn du siehst und spürst, wie sich dieser Wunsch realisiert. Du hast das Herzensfeld geöffnet und bist in der Fülle des Jetzt. Du produzierst die Neurotransmitter und Emotionsmoleküle, mit denen du dich in deinem Feld glücklich und erfüllt fühlst. Der Unterschied der Wahrnehmung der Realität im Jetzt und der Vorstellung im Jetzt ist klein geworden. Und beides wird durch die Freude im Herzen im schöpferischen Feld verstärkt. Wenn du in der Fülle des Jetzt bist, ist die Realisierung deines Wunsches schon sehr nah. Dann bedanke dich bei deiner Vision dafür, dass sie passiert. Du dankst also gleichzeitig den schönen Dingen im Jetzt und den schönen Dingen, die da kommen. Es ist etwas anderes, selbst seine Schöpfung zu kreieren, als eine höhere Macht darum zu bitten, dass sie uns in ferner Zukunft bitte helfen möge. Das macht uns klein, arm und machtlos im Jetzt. Und wir sind auf die Gnade einer höheren Kraft angewiesen. Sei achtsam in deinen Wünschen.
Bist du wirklich glücklich mit der Vorstellung und den Konsequenzen? Ist es auch ein Gewinn für deine Umwelt und die Menschen, die du liebst und die dich lieben? Manifestiere nie ungefragt etwas für andere Menschen oder deren Wünsche. Zweifle nicht und mach dir keinen Kopf darum, wie es passieren soll. Du engst so die Schöpfung ein. Ein Wunder ist ein Wunder, wenn wir uns wundern. Beginne mit kleinen Wünschen und behalte diese zu Anfang für dich, bis du ein Gespür für deine Verbindung zum schöpferischen Feld bekommst und Erfahrung in der Manifestation gesammelt hast. Machen wir also einen Schnelldurchlauf. Atme in dein Herz langsam ein und aus. Bedanke dich für deinen Körper, deine Sinne, deine Liebe, deine guten Freunde, die tollen Gedanken, die Natur, die dich umgibt, dass die Sonne auch für dich scheint und alles, wofür es sich zu danken lohnt. Auch für deine Probleme, Sorgen oder Krankheiten. Umso mehr du ihnen dankst und du verstehst, warum du sie mit kreiert hast, desto schneller werden sie verschwinden. Dann stelle dir vor, dass dein Leben von nun an frei und entspannt abläuft. Dass die richtigen Möglichkeiten, Gedanken, Freunde, Menschen, Wohlstand und spirituellen Erlebnisse zu dir kommen. Und dass alle Probleme im Außen sich mit deiner Achtsamkeit und dem Erkennen darum leicht lösen. Und wie glücklich sich dein Leben anfühlt. Und fühle in dich hinein, wie schön es ist, im Eins mit der Schöpfung zu sein, da du die Schöpfung selbst bist. Für so vieles um dich herum. Und dann bedanke dich dafür, am besten morgens und abends. Und die Wahrnehmung deiner Welt wird eine andere. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Robert Wilson. Wir sind Götter, denen beigebracht wurde, sie seien Ameisen. Werde also zum Schöpfer eines erfüllten Lebens. Für dich und andere.